Frühjahr 1963 in Leipzig. Eine halbe Million Besucher aus 86 Ländern, mehr als 1000 Journalisten. Die Welt traf sich zur großen Schau des technischen Höchststandes. Die TU-124, das modernste Mittelstreckenflugzeug. Und aus der DDR ein dieselhydraulischer Express mit Weltniveau und Flugzeugsitzen. Auch diese selbstfahrende Riesentrommel zum Verlegen von Erdkabeln kommt aus unserer Produktion. Eine großartige Neuerung für die Landwirtschaft ist die einzelkornsäende Rübendrillmaschine. Nach dieser Form der Aussaat entfällt das mühsame Rübenverziehen. Und das war die Sensation auf dem Freigelände. Der Doppellenkerblock Säulen-Wipptrigran aus Eberswalde, ein Gigant der Technik. Den hilfreichen Zwergen ähneln dagegen die Transistorelemente aus der Sonderschau Elektronik unserer volkseigenen Industrie. Zu Bausteinen zusammengefasst, verringern sie Größe und Gewicht elektronischer Anlagen, zum Beispiel dieser Fernsehkamera. Zellatron nennt sich der Elektronenrechner aus unserer Republik, der einmal eingearbeitet allein weitermacht. Automatisierung heißt das Gebot der Stunde, die von der Elektronenuhr ohne Zifferblatt angezeigt wird. Höchste Präzision erreicht die Automatik dieser Ultra-Hochvakuumpumpe, für Forschungszwecke von der Deutschen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Und für die gute Verbindung in alle Welt bedient man sich am besten dieser automatischen Telefonvermittlung aus Ungarn. In Halle 8 besuchte der Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Walter Ulbricht, die Kollektivschau der Federation of British Industries. In dieser Halle war ein bedeutender Teil der britischen Industrie vertreten und die Aussteller versicherten dem Vorsitzenden des Staatsrats immer wieder, dass sie an der Erweiterung der bereits bestehenden guten Handelsbeziehungen zur DDR interessiert seien. Ein Wunsch, dem der Vorsitzende des Staatsrats vorbehaltlos zustimmte. Miteinander handeln und miteinander verhandeln. Die Leipziger Messe als Symbol der friedlichen Koexistenz.